TV-Investor Frank Thelen fordert von Politik und Wirtschaft mehr Mut und Innovation in der Corona-Krise. Das sagte er am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. Außerdem zeigte der Ex-Höhle der Löwen-Star große Versäumnisse im Hinblick auf die Einführung von Corona-Apps auf. Die derzeitige Handhabung mit Kontaktformularen nannte Thelen, Zitat, die komplette Katastrophe. Und ehrlich, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum wir nicht Tag und Nacht und warum diese App ähnlich wie die Masken so verzögert wurde. Ja, denn wir zerreden sie. Wir zerreden sie und heute kommen wir hin und was passiert denn dann? Dann gehe ich ins Restaurant, die geöffnet wurden und zum Friseur und dann jetzt unterschreibe ich überall Zettel. Ja? Und da steht dann drauf Frank Thelen, meine Mobilnummer. Ich weiß nicht, wer mich jetzt, also ich bin ja fein, also ich bin ja gar nicht so ein Daten, das kann man auch lange diskutieren. Aber was jetzt passiert, ist ja die komplette Katastrophe. Die Versäumnisse der Politik in Bezug auf die Tracking-App brachten Thelen bei Lanz sichtbar auf die Palme. Schneller digital und wir Deutschen diskutieren uns wieder kaputt. Und das Allerschlimmste ist, das Ergebnis ist ein Zettel mit einem Stift, der vielleicht auch Viren überträgt oder nicht. Das muss der Virologe sagen. Aber ich meine, wie krank ist das denn? Ja, jetzt nehme ich einen Stift und ein Blatt Papier. Und da muss ich sagen, da ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt. Da schäme ich mich dann doch für mein Land. Also da dürfen wir nicht hinkommen. Zu den Gästen zählte neben Frank Thelen auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Nachdem Thelen mehr Innovation von der Politik forderte, nahm er sich auch die deutschen Autobauer vor. US-Gigant Tesla sei mittlerweile, Zitat, doppelt so viel wert wie Volkswagen und BMW zusammen. Doch weil dessen Land auch an VW beteiligt ist, hielt dagegen. Der Niedersachse sagte, er halte einen Abgesang auf die deutschen Hersteller für verfrüht.